Ja, grüßt euch zum neuen Video. Hier hat mein Vater das Holz zusammengeschnitten. Jetzt hat er wieder in die Schachtel rein und hierher gestapelt. Dann kann man das mal schön holen mit dem Schubkarren. Das sind vom letzten Jahr zusammenschneiden. Und die zwei jetzt von diesem Jahr. Ja, die werden wohl über den Winter lange, hoffe ich. Und da hinten in dem Wagen sind auch noch welche drin. Da ist auch noch Holz drin, so muss ich sagen. Das wird dann schon lange. Genau, den habe ich jetzt hier unten hingestellt. Der sollte jetzt stehen bleiben bis Februar. Denke ich mal. Die Felgen werde ich noch draufschrauben vorne. Ich weiß nicht, ob ich die dieses Jahr noch kriege. Ich zwei Wochen, glaube ich, haben sie bis Weihnachten. Vielleicht. Genau. Dann steht die jetzt hier unten. Da muss man nicht andauernd auf Zeiten fahren, weil er eigentlich nur im Weg immer steht. Dann kann der hier in Ruhe stehen. Genau. Vorne habe ich die Kotflügel hier geschraubt, wieder eine Nummer weiter drinnen. Vorher waren sie in die vier Löcher. Jetzt habe ich sie weiter eingestellt. Ich hoffe mal, die passen damit, die Felgen. Und dann muss ich es halt nochmal anders dahin schrauben. Das sehe ich dann schon, wie das passt oder nicht. Vielleicht muss hier auch noch der eins höher, damit das hier mit dem Profil ausgeht. Weiß ich nicht. Sehe ich dann schon. Oben habe ich ein bisschen aufgeräumt und umgeräumt. Den Einzelkorn-Sägerät habe ich jetzt hier hingestellt. Das stört das nicht. Habe ich einfach meinen Lader drum gestellt. Genau, weil müssen wir nur den einen Schader ausbiegen auf alle Fälle und vielleicht noch schweißen, wenn ich noch Zeit habe. Hier wird alles dann rauskommen. Und dann kommt der Kunstdünger hinten rein. Den kann man nächste Woche holen. Dann müssen wir das hier noch alles wegräumen, dass dann der raus kann und Kunstdünger Neko. Genau. Das ist der Plan. Und hier drüben sind auch die Felgen und die Reifen vom 7710. Sind ja 665-28 auch vom BKT. Das sind aber die falschen Felgen. Die haben hier zwar 10 Loch gemacht, aber hier der Abstand, der ist viel zu klein. Der ist irgendwas mit 22 und 27 müsste das sein. Jetzt kriegen wir neue und die alten werden wahrscheinlich wieder mehr. Wenn nicht, dann halt mit ja. Anfangen kann man mit denen eh nichts, weil das Maß, was wir jetzt auch haben, das gibt es angeblich auf keinem Bulldog. Von dem her kann man mit den Felgen eigentlich null anfangen. Ich weiß nicht, was die gedacht haben. Diesen Loch, das Loch, die Lochgröße gäbe es zwar mit 8 Löchern. So haben es die anderen zwei Johnnies, da würde es dann passen mit 8 Löchern. Aber mit 10 Löchern passt das nicht. Wenn, dann bräuchte man einen mit 5 Löchern vielleicht. Ja, eigentlich ist das auch nichts. Auf alle Fälle kriegst du die wieder, wenn das mehr hier. Und dann kommen da neue Felgen, werden dann aufgezogen. Und dann passt es. Genau. Dann hat der vorne einmal richtige Reifen oben. Und manche haben gesagt, die haben kleiner als wie was oben steht. Wir können mal messen. Ich habe mal gemessen, das passt eigentlich schon immer ziemlich, weil man hier, schau ich weiß nicht, ob man das sieht, ist hell genug, ja. Dann gehen die hier so nach außen noch, also wenn sie dann abgefahren werden, dann kriegen die auf alle Fälle Werder. Die müssen ja 60 haben. Jetzt sind wir leicht drüber.
Na gut, 60 haben die nicht. Die haben eher. Oh, die sind schon gescheit schmal. Nehmen wir ja 85. 58. Die hinteren, weiß ich nicht, die glaube ich, haben auch ein bisschen weniger. Wenn man jetzt mal zum älteren BKT geht, die haben glaube ich schon mal das, was oben steht. Wenn man hier zu dem geht, die vorderen sind ja doch schon ein bisschen älter, wenn nicht kann man nicht zu älteren gehen. Der hat 47, 48 fast. Ja, das sind noch 48. Ich will nur mal messen. Ja, da passt's. Bei den hinteren 58 muss ich das sein. Da passt's auch ziemlich. Bloß bei den Neuer passt es anscheinend nicht. Gut, vielleicht müssen die erst auf die, nur gut auf der Felge Handschuhe. Vielleicht muss man da ein bisschen Luft rauslassen oder so. Ich weiß nicht, wie viel Luft da drin ist. So, die haben die ältesten, glaube ich, wo wir haben. Die haben fast 43 und dann 42 Größe, 420. Haben wir geschaut. Ja, 420. Haben die. Also bei denen stimmt das alle. Da können wir auch noch schauen, die sind ja relativ neu hinten. Sind 47. Also 46 Hans. Ja, 46, 47 Hans. Ja. Also bei die Glonner schon nicht passt beim Großen. Also die 600 und die 700er. Passt es nicht ganz. Aber gut, das stört mich jetzt auch nicht. Die baut es mit der Maße jetzt auch nicht aus. Und auf alle Fälle breiter als wie die alten. Und vielleicht brauche ich die auch ein bisschen runterfahren oder einlaufen. Vielleicht kann man dann nochmal anders messen. Keine Ahnung. Vielleicht ist ja recht viel Luft drin, dass das hier so einen Bogen mache. Dann kann das nämlich auch sein. Ja, aus dem kleinen Bogen war schon. Gut, die passen schon. Dann werden die cool und kommen da andere Felgen rein und dann kann man ihn aufmachen. Ja, die Hose, wo wir aufgehört haben, auf alle Fälle machen wir jetzt weiter. Es hat mittlerweile auch geschneit, so ich weiß nicht, 10 cm oder so. Ich habe jetzt hier beim Deiz die Schneeketten auf. Jetzt kommt man da überall hin, also der hat ja gleich mehr Kraft als wie im Sommer ohne Eis, weil die Grenze richtig am Boden ist. Da habe ich vorher schon probiert so raufzufahren, ohne Schneeketten, das ist irgendwie nicht so gut gegangen. Bis daher bin ich gekommen und weiter nicht. Aber jetzt kann man überall hinfahren. Ja, ich habe gerade was rein für Trockensteher. Das laufen wir jetzt gleich noch aus. Ja, ich fahre ein bisschen langsamer, damit die Schneeketten das rumschlagen. Weil ich glaube, die brauchen sowieso noch ein bisschen nachspannen. Aber jetzt findet der Deiz nichts mehr. Dass er irgendwo nicht hinkommen hat. Wenn man eine Seite durchschaut, dann hat man immer noch Differentialsperre und dann zieht alles weg. Also jetzt wird immer leicht einen Allradschlepper wegziehen auf dem Schnee. Die
Chor, ich gehe von außen gleich nochmal zeigen. Wir laden es mal kurz aus. Ich habe jetzt die Vandal, die Schneeketten auf. Ich habe gerade schon mit der Kamera gefilmt, aber die mag die Kälte schon wieder nicht. Darum filme ich jetzt nochmal mit dem Handy. Die Schneeketten habe ich auf, da kommen wir jetzt überall mit dem Vandal fahren. Den stört jetzt nichts mehr. Ich weiß gar nicht, wo ich hinfahre. Ja, fahren wir davor. Ja, der Vandal kommt jetzt überall hin im Schnee. Das ist jetzt kein Problem mehr. Den hält jetzt so ein bisschen Schnee nicht mehr auf. Gerade eben bin ich da vorne Tallinn aufgefahren, da bin ich gar nicht aufgekommen ohne Schneeketten. Aber jetzt ist das kein Problem mehr. Jetzt interessiert ihm das nicht mehr. Ich lasse den mal hier stehen, weil ich will dann nicht so viel auf den Teer rumfahren, weil das mag der Teer nicht so gern. Weil die Schneeketten, die haben schon Biss. Also ein Allrad-Bulldog würde man da leicht wegziehen können. So schaut das jetzt aus. Das sind eigentlich ganz billige, aber die taugen schon leicht. Und funktionieren denn die auch leicht für uns. Wir fahren ja da bloß ein bisschen auf den Hof. Und für auf der Straße ist das sowieso nichts. Da braucht man sie ja normaler nicht. Genau, es sind hier einfach ab und zu so Ketten. Die Uhr zusammenhängen. Und hier wird es zusammen gemacht. Mit dem Haken kann man hier danach spannen. Und so schaut es dann aus. Ja, die passen, wenn man es ein bisschen kürzer machen würde. Man kann die länger und kürzer machen. Hier. Wir haben dann noch so ein paar so Felder. Und die da kann man auch in der Länge variieren. Dann könnte man die ein bisschen kürzer machen, ich weiß nicht wie viel. Dann wird die beim kleinen Johnny vorne aufpassen. Auch von der Bräden her und so. Dann könnte man theoretisch bei dem die vorne aufmachen. Aber braucht man hier, weil der Reiz reicht auch, wenn es bei dem passen. Genau, hier drüben ist es auch oben. Und so funktioniert das. Die sind relativ schnell oben. Die legt man hier hinten auf. Dann bindet man es zusammen mit einem Pressbandel. Einfach hier durch die Felge durch. Und dann zieht man die einmal rum, wenn man vorfährt. Dann hängt man es ein, dann fahren wir ein paar Meter. Spannt man nochmal nach und dann ist es fertig. Hier auf der Seite muss ich die noch ein bisschen dahin binden. Vor allem innen, weil da haut es sonst immer gegen einen Kotflügel irgendwo hin. Innen habe ich schon aufgebunden. Das, wo es lang ist. Weil sonst haut das hier immer gegen den Kotflügel. Irgendwo kommt das immer hin. Drüben, glaube ich, geht's. Genau, mache ich hier noch gleich mit zwei hin. Und dann ist der Einsatz bereit für den Winter. Morgen sagt er minus 13 Grad. Ob das kommt, weiß ich nicht. Wenn es kommt, dann ist es so. Ja. Schauen wir mal, was wir dann noch machen. Die Kamera morgen nicht. Der ist kalt. Die war zwar im Haus und ich bin noch nicht so lange draußen. Hab sie die ganze Zeit eingeschoben gehabt. Aber kälten mag die überhaupt nicht. Das ist eine Katastrophe. Gut. Oder ich hole die alte Kamera wieder raus, die geht vielleicht besser. Ja, eigentlich wollte ich den nochmal waschen, den da jetzt vor dem Winter, aber das ist irgendwie nichts mehr geworden. Mal schauen. Vielleicht wird es nächste Woche, soll es wärmer werden, dass man dann nochmal waschen. Ich weiß nicht, wie es im Kühler da drin ausschaut, eigentlich gut.
Ja, dass man den auch mal wieder sauber macht. Genau. Ich schau mal, was wir machen. Und dann folgen wir wieder was. Ja, ich habe jetzt hier einen Flug abgehängt beim 6810, weil mein Vater hat schon geackert vor ein paar Tagen einmal. Und wir fahren hier in der Zwischenfrucht, die kommt nächstes Jahr Meise. Ja, nächstes Jahr. Und wir denken hier jetzt Walz, ne? Weil es heißt immer, dass ich den Senf walzen soll, sobald er abgefroren ist, damit der nicht den ganzen Stickstoff ausgast, aber irgendwie mag sie den nicht hinlegen. Der stellt sich immer wieder auf. Jetzt muss ich mal schauen, entweder ist es zu warm oder zu kalt oder irgendwas passt dann noch nicht ganz. Also mehr als die Walzen, den wir aber nicht, weil Mulchen oder so fangen wir nicht an. Muss mal schauen, wie gut das jetzt geht. Vielleicht liegt es an dem Acker hier. Weiß ich nicht, müssen wir dann mal einen anderen Acker probieren. Bei dem hier machen wir mal Hälfte, Hälfte. Also die Hälfte hier durchwalzen und die andere Hälfte lasse ich stehen. Wenn es am anderen Acker besser funktioniert, dann mache ich das da auch nochmal. Weil hier weiß ich nicht, ob man da was sieht. Hier ist irgendwie ein bisschen mehr da hingesaat, da der Fleck. Schauen wir mal, ob das hier besser hinliegt oder auch nicht. Und ja, wenn das so schlecht funktioniert, dann lasse ich das vielleicht da bleiben, weil die anderen Felder dann. Aber den hier machen wir jetzt schon mal halbert. Aber wo mehr ist, da funktioniert es besser. Immerhin. Gut, ich fahre mal vorbei und dann fehlt mir vielleicht später oder morgen wieder was. In dem Video war es das dann auch wieder. Im nächsten Video kommt noch was zum Zwischenfruchtwalzen. Da sage ich dann ein bisschen mehr dazu. Ich mache das jetzt noch ein bisschen fertig. Hab da gestern ein bisschen probiert. Hat eigentlich gut hingehauen. Und dann sage ich im nächsten Video den Grund dazu und alles. Dann glaube ich, es wird besser. Falls euch das Video gefallen hat, könnt ihr es gerne da mal nach oben geben. Und dann führt euch bis zum nächsten Mal.